Scrabble ist bekanntlich ein Brettspiel, das sich um Wörter dreht. Und die logische Konsequenz, wenn man Wörter dazu nutzt, um Punkte in diesem Spiel zu machen, ist, je mehr Wörter man kennt, desto besser. Und dann ist es kein Wunder, dass Wörter für Scrabble-Turnierspieler sowas sind wie Tricks für Skateboardfahrer. Ein Skateboarder lernt einen neuen Trick und ein Scrabble-Spieler lernt ein neues Wort. Und dementsprechend sehen dann auch die Spiele bei Turnieren aus. Nämlich so, dass man als Außenstehender denkt, wollt ihr mich veräppeln? Was ist bitte hier rechts oben ein Squav und was ist in der Mitte hier ein SEJM? Was soll das überhaupt sein? Und woher kennt ihr diese Wörter? Was ist das für eine Geheimsprache? Aber die gute Nachricht ist, es ist nicht so schwer dahin zu kommen. Alles, was man tun muss, ist dieses Büchlein zu bestellen und es dann aufzuschlagen und festzustellen, dass auf jeder klein bedruckten Seite 7 Spalten sind und in jeder Spalte 57 Wörter. Nein, die wirklich gute Nachricht ist natürlich, dass diese Vorstellung, die viele Leute oft haben, wenn sie sowas sehen hier, diese Turnierbretter, dass nämlich Turnierspieler erstmal das ganze Wörterbuch durchgelesen haben, nicht im Entferntesten stimmt, sondern man nur einen kleinen Teil dieser Liste, einen winzig kleinen Teil braucht, um sich im Scrabble schon stark zu verbessern, weil die meisten Wörter nicht wichtig sind für Scrabble und ein paar wenige sehr viel ausmachen können. Und 100 solche Spezialwörter möchte ich in diesem Video vorstellen. Erstmal ganz grundsätzlich dazu, also bevor wir dann hier mit meiner hochprofessionellen PowerPoint-Präsentation einsteigen, erstmal grundsätzlich dazu, was ich damit meine, dass es sowas wie Scrabble-Spezialwörter gibt und warum der größte Teil dieser Liste eigentlich ziemlich unwichtig ist. Das liegt daran, dass die Nützlichkeit eines Wortes im Scrabble sich ja nicht daran festmacht, was das Wort bedeutet. Wenn man zum Beispiel so ein ganz normales Wort nimmt wie Pizza, wird man das fast nie im Scrabble legen, weil es nur ein Z im Buchstabensatz gibt. Und im Gegensatz dazu kann man mal in der Gastronomie bleiben und das Wort Köm nehmen, Köm. Das ist anscheinend ein Schnaps. Vielleicht kennen manche das Wort, aber ich hätte es nicht gekannt, bevor ich Scrabble gespielt habe. Und dieses Wort sieht man ständig in Turnierspielen. Obwohl es das in normalem Deutsch viel seltenere Wort ist, taucht die Pizza nie auf und der Köm ständig. Die kurzen Wörter sind die wichtigsten und die mit seltenen Buchstaben. Und das Ö ist ein relativ seltener Buchstabe im Deutschen. Die ganzen Wörter, die viele Punkte bringen im Scrabble, Ö, J, X, Q, V und so weiter, haben diese hohe Punktzahl deshalb, weil sie schwierige Buchstaben sind, weil es wenige Wörter damit gibt. Und dann ist es natürlich besonders wichtig, die wenigen Wörter, die es gibt, zu kennen. Der zweite Punkt neben den komischen Buchstaben sind kurze Wörter, weil die kurzen Wörter einfach die häufigsten sind. Sie sind am wahrscheinlichsten, wenn man nur 3 Buchstaben ziehen muss, um ein Wort zu bekommen, ist das viel wahrscheinlicher, als wenn man eine Kombination aus 7 Buchstaben ziehen muss. Und es gibt viel weniger davon. Wenn man bei den Buchstaben mit den Wörtern mit 2 Buchstaben anfängt, gibt es nur 78 und die sieht man alle hier in der Mitte. Und darunter kommen die mit 3 Buchstaben, die gehen dann noch weiter auf die nächste Seite. Und das sind so 700. Das ist dann schon einiges mehr zu lernen. Aber im Vergleich zu den zigtausenden von Wörtern mit 7 Buchstaben ist es winzig, ist es ein Bruchteil. Und die bringen einem so viel, weil man da eben nur diese wenigen Möglichkeiten hat und weil man die ständig im Spiel einsetzen kann. Da werde ich noch andere Videos dazu machen, zu den Zweiern und Dreiern. Die lasse ich aus diesem Video raus. Und was ich stattdessen vorstellen werde, sind 100 Wörter zwischen 4 Buchstaben und 8 Buchstaben, bei denen ich davon ausgehen würde, dass man sie normalerweise nicht kennt. Also ich kannte diese Wörter alle nicht, bevor ich Scrabble gespielt habe, die aber sehr, sehr nützlich sind, aus den Gründen, die ich jetzt schon genannt habe. Und ich werde da bei den Wörtern auch jeweils darauf eingehen. Ich werde die Wörter hier immer in dieser Form präsentieren, nämlich alphabetisch. Also das hier A, C, D, I ist eine alphabetische Reihenfolge, ne? Und das hat folgenden Grund, den soll ich noch erklären. Wenn man Wörter lernt, hilft es, sie auf diese alphabetische Weise zu lernen, wenn man dann im Spiel später die Buchstaben, die man bekommt, auch alphabetisch auf der eigenen Bank anordnet. Dadurch hat man die Buchstaben immer in derselben Reihenfolge und das heißt, wenn man diese 4 Buchstaben bekommt, wird man sie auch in dieser Reihenfolge auf der eigenen Buchstabenbank sehen und dann fällt es einem leichter, das wiederzuerkennen, ah, das habe ich doch schon mal gesehen, das ergibt ein Wort. Und das hier ist natürlich so noch kein Wort, sondern die Lösung sozusagen hat man dann, wenn man hier 2 Buchstaben am Ende umstellt.
und dann wird Acid daraus und das ist anscheinend ein Tanz. Ich weiß die Bedeutung immer nur so ungefähr. In der Videobeschreibung ist wiederum ein Link, hinter dem ihr das nachschauen könnt oder ihr guckt einfach im Duden nach. Aber Acid ist also schon direkt so ein Wort mit C, das deshalb so hilfreich ist, weil man mit C, D, I und so weiter, wenn man kein H dazu hat, aufgeschmissen sein wird. Und dieses Wort lege ich ständig. Und das W ist auch ein schwieriger Buchstabe und gerade die Kombination mit anderen Konsonanten wie hier ist schwierig. Und dann ist es schön zu wissen, dass man im Scrabble auch down sein kann. Und man kann nur als Adverb sozusagen down sein. Man kann nicht sagen, jemand ist eine downe Person oder so. Das muss man natürlich auch wissen, dass man hier kein E dranhängen kann. Und dieser Stern am Ende eines Wortes steht immer dafür, dass das Wort ungültig ist. Weiter geht's mit einem anderen Wort, mit Ds. Denn Ds sind okay als Buchstaben, aber sie werden sehr schwierig, wenn sie gedoppelt auftreten. Und deshalb ist das Wort Drut so toll, damit kann man zwei Buchstaben auf einmal loswerden. Und wir machen weiter mit einem Wort, bei dem die Besonderheit ist, also man denkt hier vielleicht erstmal, kann man damit zu Rewe gehen? Kann man nicht, das ist ein Eigenname. Aber man kann Ewa daraus bilden. Ich glaube, das ist ein Schiff. Und die Besonderheit ist aber, dass man hier vielleicht schon merkt, der rechte Teil dieses Wortes ist wer. Das ist natürlich auch ein Wort. Und das bedeutet, das hier ist ein Wort mit einem sogenannten Hook. Also man kann wer verlängern, indem man ein E vorne dranhängt. Und damit kann man natürlich hier ein anderes Wort, das ein E enthält, hier so quer dranlegen und an der Stelle anfangen. Und das kann nützlich sein, wenn man zum Beispiel ein komplettes Wort auf der Bank hat, das man irgendwo hinlegen will, aber es scheint keine Stelle dafür da zu sein. Wenn man dann bemerkt, ah, dort liegt das Wort wer, da kann ich das mit dem E vorne dranhängen, dann ist es natürlich, ja, kann die einzige Möglichkeit sein, dieses Wort zu legen und deshalb sind Hooks so wertvoll. Das hier ist auch ein Hook, nämlich Act kann man zu Fact verlängern. Das hier ein weiteres C-Wort, ein sehr schönes, wie ich finde. Ficus ist eine Pflanze und der lateinische Plural dieser lateinischen Pflanze ist Fici. Das hier ist ein Wort, das neu im Duden ist, in der neuesten Auflage. Der Hugo, der Cocktail. Auch das ist natürlich an sich ein Name, aber und Eigennamen sind im Scrabble nicht gültig, aber dieses Wort hat eben eine andere Bedeutung als das Getränk und damit darf er gelegt werden. Und der ist deshalb so gut, weil O und U auch schlecht zusammenpassen und man immer froh ist, wenn man beide auf einmal weglegen kann. UI ist so eine Kombination, die man loswerden will und dafür ist Inuk sehr hilfreich. Das ist, glaube ich, die Einzahl oder der Plural, ich weiß nicht genau, von Inuit, also von dem Volk, das man früher Eskimos genannt hat. Ein Inuk. Weiter geht's mit wieder einem Wort zum Ds loswerden, nämlich den englischen Odds, den Quoten. Das Q ist der schwierigste Buchstabe im Scrabble, weil es mit Abstand der seltenste ist. Es gibt wenige Wörter mit Q im Deutschen und deshalb sieht man sehr häufig bei Turnierspielen eine Verbform von Quas. Quas ist natürlich der Verbstamm, also das Verb ist quasen. Hier weiß ich gar nicht, was es bedeutet. Mist, habe ich die Bedeutung nicht mehr im Kopf, müsst ihr selbst nachschlagen. Aber das heißt, man kann hieraus natürlich alle Verbformen bilden. Also du quast geht damit auch. Oder sie quasten, alles möglich. Das nächste Wort ist quir, das ist ein Tier, ich glaube eine Kuh. Und hier kommen wir zu einem Wort, das wir gerade schon auf dem Brett gesehen haben, nämlich diese Kombination, also da hat man, wenn man das hier durchklickt, nicht unbedingt den Eindruck, dass man hier vom Rätsel zur Lösung kommt. Das hier sieht immer noch aus wie Buchstabenchaos. Sijm, was soll das sein? Aber das ist polnisch. Und zwar der Sejm, ich glaube der, vielleicht auch die Sejm. Das ist das Parlament. Und genau wie Kreml zum Beispiel auch, ist das ein gültiges Scrabble-Wort. Es gilt nicht als Eigenname, sondern es ist gültig. Und das ist natürlich sehr nützlich, vor allem auch, weil die meisten Wörter, die ein J beinhalten, mit dem J anfangen. Es gibt wenige Wörter im Deutschen, die ein J in der Mitte haben. Und das hier ist eine seltene Ausnahme. Und JM hintereinander wird man, glaube ich, überhaupt nur in diesem Wort haben. Das ist auch ein Neuzugang in der neuesten Duden-Auflage. Also immer wenn ein neuer Duden rauskommt, schauen wir Scrabbler natürlich, welche Wörter da neu sind im Vergleich zur vorherigen Ausgabe. Und dann kommen immer so ein paar Schätze ans Licht sozusagen. Und einer der größten Schätze aus Scrabbler-Sicht war im neuesten Duden das Wort Tick, also ticken, wieder als Verb. Das ist der Verbstamm.
Tick mit einem C, der Tick war schon vorher gültig und Ticken ist das Verb dafür, wenn man unter Ticks leidet, also beim Tourette-Syndrom zum Beispiel. Und dadurch kann man jetzt T-I-C-C legen, was total komisch aussieht, aber diese Wörter haben ja fast alle gemeinsam, dass sie komisch aussehen. Gerade deshalb sind sie so nützlich, weil sie so wenig mit anderen normalen Wörtern gemeinsam haben, sozusagen. Ein V kann ein guter Buchstabe sein, wird aber sehr kritisch, wenn viele andere Konsonanten dazukommen. Ein V braucht eigentlich immer andere Vokale. Und deshalb ist das Wort Fen so hilfreich. Das ist ein Moor, glaube ich. Und man kann es auch mit F schreiben. Oder eine Landschaft, eine Sumpflandschaft, das Fen. Noch ein V-Wort, das ist ganz merkwürdig. VoIPen steht für Voice Over Internet Protocol. Also Internet-Telefonate laufen irgendwie unter dem Begriff VoIP. Leute, die sich besser mit Technik auskennen als ich, werden da besser Bescheid wissen. Hier noch ein W-Wort und eins mit quasi vier schwierigen Buchstaben auf einmal. Down ist ja fast dieselbe Kombination. Hier ist es jetzt nur noch ein U statt einem N. Und daraus macht man Voodoo, was eine unglaublich hässliche, finde ich, Eindeutschung von Voodoo ist, der schwarzen Magie. Voodoo-Zauber würde man normalerweise V-O-O-D-O-O schreiben. Aber der Duden findet, dass auch Voodoo akzeptabel ist als deutsche Schreibweise. Ich finde es furchtbar hässlich, aber gerade diese Hässlichkeit macht es dann wieder schön. Ist das nicht poetisch? Denn auch das ist eben ein Wort, mit dem man eine hässliche Buchstabenkombination dann noch verwerten kann. Wichtig ist hier auch, aus irgendeinem Grund, das müsstet ihr im Duden genauer nachschlagen, woran das liegt, kann man kein S dranhängen und sagen des Voodoos oder so. Und das ist natürlich wichtig zu wissen, wenn man dieses Wort legt, kann man kein S dranhängen, beziehungsweise wenn man das noch macht, könnte die andere Person sagen, Moment, das Wort ist ungültig und im Turnier müsste man dann den Zug zurücknehmen. Wimmen bedeutet Trauben ernten, glaube ich. Und man kann es auch mit I schreiben, Wimmen, aber mit Ü ist es noch hilfreicher, weil das Ü auch ein schwieriger Buchstabe ist. Und noch ein Y-Wort zu guter Letzt bei den vierbuchstabigen Wörtern. Yawl ist ein Schiff oder ein Segelboot, glaube ich. Und natürlich auch eine merkwürdige Kombination. Und auch das Wort kann man leicht übersehen, weil man das Y an den Anfang machen muss und dann W, L hintereinander. Aber ein interessantes Wort. Damit weiter zu den Fünfern. Und die Prinzipien, welche Wörter hier wichtig sind, sind ganz ähnlich. Die mit seltsamen Buchstabenkombinationen. Und das fängt an bei so einer weiteren, sehr seltsamen Schreibweise für ein Wort, nämlich das ABC. Kann man anscheinend so als volles Wort schreiben und dann ist es keine Abkürzung und deshalb gültig. Also einfach nur A, B, C, die drei Buchstaben könnte man nicht spielen, weil das eine Abkürzung ist und Abkürzungen nicht erlaubt sind. Aber der Duden meint, dass man das Alphabet auch so schreiben kann, das A, B, C. Wie auch immer. Dann ein seltenes schwedisches Lehnwort. Akja ist ein Schlitten? Es ist ein Schlitten, genau, ein Hundeschlitten. Ein schönes Wort. Wer viel Skirmish spielt, kennt auf jeden Fall das Wort Luf, also die Luf-Seite beim Schiff im Gegensatz zu Le. Und daraus gibt es in der Seemannssprache dann auch das Verb anlufen. UV passen nicht gut zusammen und deshalb ist dieses Wort so hilfreich, genau wie auch Aufluf, wo man dann noch ein weiteres U drin hat. Ich habe auch schon erwähnt, viele Vokale in einem Wort sind hilfreich, weil es nicht viele Wörter gibt, in denen ganz viele Vokale auf einmal zu finden sind. Und Auloi ist dann eine tolle Ausnahme. Das ist griechisch, steht trotzdem im Duden. Aulos ist der Singular und das ist ein antikes Musikinstrument. Und Auloi ist der Plural davon. Und ich meine, stellt euch vor, also ich denke, das hier ist für Leute, die so gerne privat irgendwie Scrabble spielen, ist es nicht wunderbar, wenn man dann so ein Wort kennt und A-I-U-U auf die Bank zieht und sich denkt, boah, ziehe ich wieder blöde Buchstaben und dann sieht, ah ja, ich kann Auloi bilden. Die Frage ist dann natürlich noch, ob die anderen Familienmitglieder oder wer auch immer da mit einem spielt, danach noch mit einem spielen wollen. Aber im Idealfall, finde ich, sollte man, wenn man Scrabble spielt, eben an Wörtern interessiert sein und auch ein Interesse daran haben, neue Wörter zu lernen und darauf neugierig sein, sozusagen. Also statt zu sagen, was ist denn das für ein Wort, zu sagen, oh, das ist ein Wort, das ich noch nicht kenne. Denn man kann es ja auch so sehen, wenn man geboren wird, kennt man auch überhaupt kein Wort und alle Wörter, die man lernt, sind neu. Und so geht es einfach das Leben lang. Und jetzt habt ihr das Wort Auloi gelernt. So würde ich das sehen. Und als nächstes lernt ihr das Wort behexen. Man kann nicht nur hexen, sondern auch jemanden verzaubern und behexen. Und dieses Wort ist wunderbar,
weil das hier die alphabetische Reihenfolge des Wortes ist. Und ihr könnt ja mal überlegen, was man für ein Wort daraus machen könnte. Man muss vielleicht nicht lange überlegen, man lässt es einfach genauso. Bijou ist natürlich der französische Schmuck. Im Französischen bildet man dann den Plural mit X, im Deutschen kann man nur ein S dranhängen. Hier geht's in die Schweiz. Die Schweizer und Österreicher haben tolle Scrabble-Wörter. Bodigen ist eins davon. Das heißt, glaube ich, jemanden besiegen. Und auch da gilt, die Buchstabenkombination ist einfach schwierig. B, D, G, das sind so Konsonanten, die sich schlecht vertragen. Bufdi ist vielleicht ist ein weiterer Kandidat für das hässlichste Wort in dieser Liste. Da gibt es eine ganze Menge. Aber Bufdi ist ein Kurzwort für eine Person, die den Bundesfreiwilligendienst ableistet. Ich hasse solche Wörter, rein ästhetisch. Aber wenn ich sie auf die Scrabble-Bank bekomme, bin ich froh, dass ich damit diese Kombination noch legen kann. Auch das hier ist ein Wort, bei dem man denken könnte, das ist vielleicht ein Name der Cäsar, und natürlich ist es auch ein Name, aber es gilt auch als Oberbegriff. Also ein Cäsar im Gegensatz zu dem Julius Cäsar, und deshalb kann man das legen. Und Cä in einem Wort sind einfach eine Seltenheit, wenn wiederum kein H dabei ist, und deshalb ist das hier ein Scrabble-Spezialwort. Dieses Wort ist für mich ein bisschen besonders, weil es nach meiner Erinnerung so mein erster Ausflug in diese Ecke ist. Oh, es gibt ja ganz, ganz komische Wörter, die man im Scrabble besonders gut nutzen kann. Ich habe zuerst immer zu Hause gespielt in der Familie und dann natürlich einfach mit dem Wortschatz, den wir so kannten. Und dann habe ich irgendwann online gespielt und da bekommt man dann natürlich durch Gegenspieler, die solche Wörter kennen, plötzlich solchen Wortschatz um die Ohren gehauen. Und da weiß ich noch, dass ich es super cool fand, als mir jemand Civet hinlegte, ist glaube ich Französisch. Und ich dachte, boah, ein Wort mit C und V auf einmal. Hier jetzt wieder ein Wort, das ich schnell übergehen werde, weil es ein super hässliches Kurzwort ist. So wie der Bufdi findet der Duden auch, dass manche Leute statt Computer sagen, der Kompi. Kirby, auch das im neuen Duden dazugekommen. Einfach, ja, weil viel, viel mehr Leute mittlerweile so halbes Englisch sprechen in der Umgangssprache und dann sagt man eben nicht kurvig, sondern jemand ist curvy. Kann man finden, wie man will. Aber das Wort ist für Scrabbler super, denn das hier ist natürlich ein extremer Fall davon. Mit VYUC kann man entweder ein R finden für Curry oder man kennt Curvy und kann das vielleicht legen oder man muss die Buchstaben tauschen. Viel mehr anderes gibt es da nicht. Und deshalb ist das so ein gutes Wort. Und weiter Französisch nach dem Civet auch der Cuvée oder die Cuvée, ich weiß nicht. Das Wort kennen vielleicht manche. Das ist ein billiger Wein, glaube ich, oder irgendeine Weinart. Und auch hier VU und noch das solitäre C dazu, also ein Wort, das Gold wert ist. Man merkt sicherlich mittlerweile schon, ja, wie man sozusagen aus Scrabble-Sicht auf Wörter blickt, nämlich nicht nach dem Inhalt, sondern nach dieser Frage, wie, ja, wie sehr hilft mir das mit komischen Buchstabenkombinationen? X hatten wir fast noch gar nicht drin in dieser Liste, obwohl es auch ein schwieriger Buchstabe sein kann. Aber da sind relativ viele Wörter dabei, die man sowieso schon kennt aus der normalen Sprache. Exempt gehört sicher nicht dazu. Das ist ein Adjektiv aus der Juristerei und bedeutet, glaube ich, sowas wie von etwas befreit sein. Dann ist man exempt von etwas. Favus erinnert an Ficus, was wir vorhin schon hatten. Favus ist ein, ich weiß nicht, was medizinisch ist, ein Nerv, ein Geschwür oder so. Habe ich gerade nicht sicher parat, aber der Plural ist wiederum Favi und ich habe schon erwähnt, V, F gehen nicht gut zusammen, deshalb der Favus, die Favi. Hier sind wir wieder in der Schweiz oder in Österreich, bin ich sicher. Fiduz, ein ganz merkwürdiges Wort für Courage. Und jetzt wird es Hebräisch, Jiddisch. Auch das kann eine interessante Quelle von Wörtern sein für Scrabble. Und der Goi steht im Duden als jemand, der kein Jude ist. Also so ein bisschen ich denke mal, abwertende Bezeichnung von Juden für Nichtjuden. Und der Plural ist dann Hebräisch Goyim oder wie auch immer man das ausspricht. Und weil im Duden das Stichwort steht, steht auch dabei, ja, der Plural lautet Goyim und damit ist das in unserer Wortliste drin und wir können es legen. Und auch das ist ein seltenes Beispiel für ein Wort, in dem das J in der Mitte ist. Hier kann man erstmal rätseln, wie daraus überhaupt ein Wort entstehen soll, mit HLND und nur einem Vokal dazu. Aber die Lösung ist wieder österreichisch das Händel, das Backhändel.
Und tatsächlich kann man auch Backhandel spielen. Das heißt, man kann dieses Wort noch verlängern mit Back, kann man vorne dranlegen. Und auch schön, man kann dann hier natürlich auch den Plural und den Genitiv bilden. Händeln und Händels, also noch mehr Konsonanten auf einmal. Und da gibt es auch eine Menge solche Wörter, die kann ich hier jetzt noch nicht alle aufzählen. Das Händel ist mal das Wichtigste. Das hier ist eine Maßeinheit, die wieder wie ein Name aussieht und natürlich auch ein Name ist. Das wird nach einem Herrn Henry benannt sein. Bei vielen Maßeinheiten ist es so, dass man sie nicht mit einem S in den Plural setzen kann, laut Duden. Und so ist das bei Henry auch. Also auch hier gilt, merken, kein S hinten dran. Weiter, immer noch Englisch, ein weiteres C-Wort und zwei Is auf einmal sind auch schwierig. Und dann tut man gut daran, das Icing zu kennen aus dem Eishockey. Ein weiteres J-Wort und an diesem ist die Besonderheit, das Wort ist Jerum und das ist ein Ausruf. Also ich weiß nicht, wer jemals schon Jerum ausgerufen hätte. Es soll sowas bedeuten wie Oje, aber ich habe das noch nie gerufen. Aber das Schöne für Scrabble ist wieder, dass auch das ein Hook-Wort ist oder ein Hook zulässt, denn so wie bei Oje, damit kann man je verlängern zu Oje, kann man auch Jerum verlängern zu Ojerum, was man dann wahrscheinlich ruft, wenn man noch entsetzter ist. Und das heißt, wenn dieses Wort liegt, kann man ein O vorne dranhängen und damit ein Wort anhängen. Nochmal J und wieder ein solitäres C. Daraus wird der englische Juice. Auch der steht im Duden. Dann eine hässliche Eindeutschung eines lateinischen Worts, das man hier unten sieht. Canne. Canne. Eine hohe Niederlage ist anscheinend eine Canne. Vielleicht ist es auch griechisch, ich weiß nicht, aber es sieht Latein aus. Und das Deutsch der Duden auch ein als Canä mit Ä. Aber auch da stellt euch den Effekt vor, wenn ihr mit irgendwelchen Leuten Scrabble spielt und es liegt das Wort kann da und ihr verlängert es nicht mit dem schnöden E zu Kanne, sondern ihr legt ein Ä dran, Canä. Und könnt euch dann auf die Blicke der Mitspieler freuen. Das ist ein Wort für zu viele Konsonanten auf einmal. Das kann auch schwierig sein, so wie bei den Vokalen. Und die roten Khmer kennt man vielleicht noch als Volksgruppe. Und die sind gültig, weil auch Völker im Duden stehen. Ist es eine Volksgruppe? Ich weiß nicht genau. Aber damit kann man also diese komische Konsonantenkombination verbraten. Und man kann auch das N dranhängen für noch einen weiteren Konsonanten. Aber wieder kein S, nicht gültig, muss man sich da auch merken. Das ist ein Verb, das deshalb so wichtig ist, weil K und G nicht gut zusammengehen. Und dann kann es wichtig sein, dass man krängen kennt. Das bedeutet, dass sich ein Schiff irgendwie zur Seite neigt, dann kränkt es. Und hier erst recht viele komische Konsonanten auf einmal. Metzgen, als eine Metzgerei betreiben. Und auch hier gilt natürlich, man kann dann Metzgen legen oder ich metzgte oder wie auch immer. Aber es geht auch einfach nur dieser Verbstamm. Also Metzg. Und das erinnert so ein bisschen an Röntgen. Auch da kann man den Verbstamm legen. Ich rönt. Oder wie man das dann aussprechen soll, Röntg, sieht ganz merkwürdig aus, aber ist grammatisch korrekt. Und wir machen weiter mit dem nächsten jiddisch-jüdischen hebräischen Wort, Mikwe. Was war das? Ein Ritualbad ist, glaube ich, die Definition. Ein schönes Wort mit W, denn wie schon gesagt, W verhält sich schwierig mit anderen Konsonanten, wie eben dem K und dem M. Ein weiteres X-Wort. Zum X passt vielleicht am schlechtesten von allen Buchstaben das U. Und deshalb ist Nexus ein schönes Wort, mit dem man das verwerten kann. Nexus bedeutet einen Zusammenhang. Dieses Wort ist neu und hat uns auch sehr gefreut im neuesten Duden. Und wer schon länger Scrabble spielt und dann vielleicht nicht verfolgt, welche Wörter immer ganz neu dazukommen, ist hier vielleicht verblüfft. Man kann jetzt den Kneecap legen. Man konnte ihn vorher schon legen mit K. Jetzt geht es auch mit Q. Und das ganz Besondere ist hier natürlich, dass dieses Wort ein Q enthält, aber kein U. Und das ist sehr, sehr selten. Da gibt es nicht mal 10 Wörter im Deutschen und der Kneecap kommt da jetzt neu dazu. Kann auch schwierig sein, dieses Wort im Spiel zu sehen, weil das Q auch noch in der Mitte des Wortes ist. Sehr merkwürdig, aber da profitieren wir quasi vom Arabischen. Okuli ist ein weiteres Hookwort, ein sehr schönes. Der Kuli als Kugelschreiber kann natürlich gelegt werden und das O kann ihn dann nach vorne verlängern. Okuli ist ein kirchlicher Festtag, glaube ich. Man kann es nicht mit S verlängern, es steht schon für sich der Begriff und es ist auch nicht der Plural, wie man denken könnte, von Oculus. Das hier ist eins der vielleicht merkwürdigsten Wörter. Wo ist der Vokal? Es gibt kein Vokal. Man
kann hier einfach auch ja ohne Vokal ausrufen, pst, sei ruhig, und ja, kann damit fünf Konsonanten auf einmal weglegen. Und das letzte jüdische Wort Purim ist ein jüdischer Feiertag. Das U ist der schwierigste der Vokale und auch die anderen Buchstaben passen hier nicht so gut zusammen. Deshalb taucht dieses Wort auch ziemlich oft auf. Ein weiteres Q-Wort und eins, das die Besonderheit hat, dass auch noch das Y drin ist. Und wenn dieses Wort also richtig liegt auf Prämienfeldern, kann es sehr, sehr teuer werden, sehr viele Punkte bringen. Die Query, die Suchanfrage. Das nächste Q-Wort hat zwei U und auch das ist natürlich nicht so einfach zu verwerten. Quipu ist eine Inka-Schrift, eine antike Inka-Schrift. Diese Knotenschrift, mit der sich die Inkas waren es die Inkas? Ich hoffe, verständigt haben. Ein schönes Wort. Dieses Wort kam, wenn man mein Video zur deutschen Meisterschaft gesehen hat, im Finale vor. Quorren ist ein Verb und das habe ich dort gelegt. Es geht natürlich auch ohne die Endung en, einfach nur als Quorren. Und hier habe ich auch nicht dran gedacht, nachzuschauen, was es bedeutet. Das hier ist das kürzeste Wort in der deutschen Sprache mit zwei Umlauten, Ö und Ü. Und wenn man es sieht, fragt man sich erstmal, was ist das bitte? Was ist ein Rübel? Bis man dann vielleicht darauf kommt, dass man das anders trennen muss, nämlich als Rüböl. Also Rübenöl, Öl aus Raps oder sonstigen Rüben oder so. Rüböl, auch das ist, glaube ich, österreichisch. Ein sehr seltsames Wort. Wir hatten vorhin schon Fiki und das ist ja schon der Plural, das heißt, man kann nicht Fikis daraus machen, aber seit der neuesten Duden-Ausgabe kann man Sci-Fi legen. Für Science Fiction. Eine sehr merkwürdige Schreibweise. Und interessant hier übrigens, das sieht aus wie Englisch und ist ja auch Englisch, aber es ist sozusagen Pseudo-Englisch, denn im englischsprachigen Scrabble ist dieses Wort nicht gültig, weil man es nicht so in einem Wort schreiben würde, sondern Sci-Fi mit Bindestrich wahrscheinlich. Das heißt, das ist ein englisches Wort, das nur im Deutschen gelegt werden kann. Und es geht kein S dran. Sci-Fi ist es nicht gültig. Hier sind wir im Italienischen. Auch das Italienische hat Wörter mit C ohne H. Und Scudo ist eine Währung. Auch hier geht kein S dran, der Plural ist Scudi. Aber es ist ein Hookwort, man kann ein E davor legen für Escudo, auch eine Währung. Und dieses Wort haben wir schon gesehen vorhin in dem Turnierspiel und ich habe das dann so scheinbar unwissend als Squav ausgesprochen. Und das ist natürlich ein Squaw oder eine Squaw, ist ein veralteter Begriff für eine Indianerfrau. Das ist ein sehr häufiges Wort. Also nicht alle diese Wörter sind natürlich gleich häufig. Squaw wird nur selten auftauchen, auch wenn wir das in dem Spiel da hatten. Suewe legt man sehr oft. Das ist ein Volksstamm. Und V und U wieder zusammen sorgen einfach dafür, dass man dieses Wort sehr oft verwenden kann. Das hier ist wieder eine seltsame Vokalkombination. Iuu. Was macht man damit? Man wird finnisch und legt Suomi. Auch das ist ein Wort, das kein S hinten dran zulässt. Suomi steht einfach für sich. Es gibt nicht mehrere Suomis. Das ist, glaube ich, die Sprache, Suomi. Und das ist vielleicht das kurioseste Wort im Scrabble überhaupt. Ich sage das hier bei mehreren Wörtern, aber es gibt einfach so viele seltsame. Das Ei, das man zum Teekochen verwendet, also dieses eiförmige Gerät, ist das Tee-Ei. Und spätestens seit der Rechtschreibreform hat man ja dann dreimal denselben Buchstaben hintereinander bei Schifffahrt und so weiter. Gefällt vielen Leuten überhaupt nicht, sorgt aber dafür, dass wir hier ein äußerst vokalreiches Wort haben, vor allem wenn man es noch in den Plural setzt und T-Eier daraus macht, dann hat man vier Es in einem Wort oder des T-Eies geht auch. Und das heißt, wenn man E-E-E-E-I-S-T zieht, muss man wissen, dass man daraus ein Bingo machen kann, ein komplettes Wort legen kann, des T-Eies. Sieht völlig unmöglich aus, aber ist gültig und kommt dann erstaunlich oft vor, weil es so viele Es gibt im Scrabble. Es gibt 15 Stück. Hier ein weiteres Wort mit J in der Mitte. Tuja ist eine Pflanze, genau wie auch Tuje geht, glaube ich, auch. Ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich meine, das wäre auch gültig. Und man sieht daran auch, dass ich da manchmal unsicher bin, dass ich auch nicht alle diese Wörter mit Sicherheit kenne. Ich schaue Tuja mal gerade nach hier oder Tuje nach in der klugen Liste und es steht tatsächlich drin. Hier bei diesem Wort denkt man vielleicht erstmal, ah ja, Quote, aber interessant zu wissen, dass das noch ein Anagramm hat, ein Wort aus denselben Buchstaben. Neben der Quote kann man auch Tucke legen, einen Damenhut. Und damit hat man das Q wieder in der Mitte, falls die Quote nicht aufs Brett passt, so wie gerade die Spielsituation ist.
Dieses Wort fällt wieder in die Kategorie Buchstaben, die schlecht zusammenpassen. Passen hier doch zusammen. Passt zusammen, was nicht zusammengehört. Tough. Ein schönes englisches Lehnwort. Und jetzt sind wir wieder bei den komischen Schweizern, die nicht einfach sagen können, dass sie ein Eisbein essen. Nein, sie müssen ein niedliches Wädli draus machen. Eine kleine Wade, ein Wädli. Ugh. Noch ein Wort mit W und D. Wir gehen hier alphabetisch vor. Wida ist ein afrikanischer Vogel. Und wir sind fast am Ende der fünfbuchstabigen Wörter. Das ist wieder polnisch. Man sieht, wir sind hier total viel in anderen Sprachen unterwegs, weil man aus den anderen Sprachen dann eben deren Buchstabenkombination übernimmt, die man im Deutschen so nicht hat. Und dadurch sind das oft die interessantesten Scrabble-Wörter. In diesem Fall die Währung in Polen, nämlich Zloty, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ein Wort mit ZL am Anfang und mit Y. Und das hier habe ich schon in meinem letzten Video erwähnt und wahrscheinlich werde ich es in jedem Video mal erwähnen, weil ich es so ein tolles Wort finde, das Znüni, die Schweizer Mahlzeit um 9 Uhr zu 9. Znüni. Und als letztes Wort, denke ich, bei den Fünfern, dieses total merkwürdige, das Zylom. Das Zylom ist ein biologischer Begriff und es bezeichnet die Leibeshülle eines Tieres, was mir persönlich als Definition nicht viel weiterhilft. Und wenn ich euch mal aus dem Wikipedia-Artikel zum Zylom vorlese, dann steht da, es handelt sich dabei um einen flüssigkeitsgefüllten Hohlraum, der von einem mesodermalen Epithel umgeben ist und als Flüssigkeitspolster bei vielen Protostomiern die Funktion eines Hydroskelettes übernimmt. Und weiter unten steht, man unterscheidet die Ezylomate, Pseudozylomate, Zylomate und Mixozylomate-Organisation. Also man bekommt den Eindruck, dass die Biologen ja das Griechische ganz gern haben. Damit weiter zu den sechsbuchstabigen Wörtern. Sechsbuchstabige Wörter braucht man nicht so viel, weil man damit halt, ja, das Wort ist nicht mehr kurz, es ist nicht mehr sehr wahrscheinlich, das Wort zu bekommen. Und andererseits folgen auf die sechsbuchstabigen schon die siebenbuchstabigen Wörter. Und das sind die Bingos und die sind deshalb häufiger und wichtiger. Sechser sind so ein bisschen die Exoten, aber es gibt ein paar, die man kennen sollte. Zum Beispiel Auweia, wieder ein Wort, das Vokale verbrät ohne Ende. Und ein Wort, mit dem man Auwei verlängern kann. Beide steht so im Duden. AW steht auch drin. Auch hier haben wir natürlich Wörter mit dem C und mit zwei Us. Das ist immer ganz schwierig. Curium ist, glaube ich, ein chemisches Element. Dieses Wort mit J ist wiederum schön, weil es ein Hookwort ist. Wenn akute auf dem Brett liegt, also von akut, dann kann man ein J davor hängen und einen Jakuten daraus machen. Das ist dann auch wieder ein Volksstamm. Dieses Wort nehme ich einfach auch, obwohl es sehr selten vorkommen wird, aber die Buchstabenkombination ist so merkwürdig. Wir haben wieder eine Währung. Währungen sind häufig sehr nützlich. Kikuyu. Also, wenn man das jetzt sieht, dann will man doch unbedingt dieses Wort kennen und legen und dann spielen können. Deshalb erwähne ich das hier. Und an dieses Wort geht vielleicht der Preis für mein Lieblingswort im ganzen Duden. Das ist natürlich eine beliebte Frage an Scrabble-Spieler. Was ist dein Lieblingswort? Und da könnte ich vielleicht antworten, dieses hier. Der Duden findet, dass auch Kindersprache ausreichend gewürdigt werden muss. Und ein Kind nennt eine Kuh vielleicht nicht eine Kuh, sondern es stellt auch gleich fest, wie die Kuh macht. Die Kuh macht Mu und damit ist sie eine Mu-Kuh. Das hier ist wieder österreichisch. Povidl ist, glaube ich, ein Pflaumengericht. Ah, ich habe jetzt schon bei so vielen Wörtern nicht die Definition gekannt. Zeigt nur, dass man es halt nicht kennen muss. Man muss sich nur die Buchstabenkombination merken. Aber lasst mich das schnell nachschlagen. Povidl ist ein Pflaumenmus, genau. Und wir machen weiter mit einem weiteren Q-Wort ohne U. Eins der wenigen, wie gesagt, die es da gibt, nämlich Qigong. Da kennt man die Bedeutung sicherlich, aber man wüsste vielleicht nicht, dass man das im Scrabble so legen darf. Und es folgt das nächste Q-Wort ohne U, nämlich Kinder. Also eine Währung. Aber ich merke mir das gern als ihr Kinderlein kommt, naja. Ein Wort mit V. Das V verträgt sich überhaupt nicht gut mit dem W und Review ist eins der wenigen Wörter, die es da gibt. Man kann das auch verlängern, auch das gut zu wissen, zu Preview. V und F habe ich auch schon genannt als schwierige Kombination. Und dann hilft einem manchmal das Verb jemanden verfemen, jemanden ächten, ein sehr altes deutsches Wort. Und das letzte Wort bei den Sechsern, eins mit Y, nämlich der Yankee. Einfach eine
Das hier sind nicht unbedingt schwierige Buchstaben zusammen, aber die Kombination ist dann einfach schön, wenn man dieses Wort sieht. Und damit kommen wir zu den Siebenern und Achtern. Und Siebener und Achter sind häufig sogenannte Bingos. Also man bekommt ja 50 Punkte dazu im Scrabble, wenn man die komplette Buchstabenbank aus 7 Buchstaben, die man hat, in einem Zug ablegt mit einem Wort. Und das kann dann natürlich entweder daraus bestehen, dass man dieses Wort irgendwo dranlegt aus 7 Buchstaben oder dass man einen Buchstaben, der schon frei liegt, nutzt und mit diesem Buchstaben ein Wort bildet, sodass es 8 Buchstaben werden. Und deshalb ändern sich hier jetzt ein bisschen die Prioritäten, denn hier haben wir jetzt nicht mehr unbedingt die Wörter mit komischen Buchstaben, sondern wir haben Kombinationen aus wahrscheinlichen Buchstaben, aus den häufigsten, wie eben E, N, S, T, A, I, R und so weiter. Aber dann gibt es häufig Kombinationen, bei denen es schwierig ist, genau das eine Wort zu entdecken, den einen Bingo, der da drin steckt. Und da habe ich so ein paar Spezialfälle aufgelistet, die zu den am häufigsten gespielten Bingos gehören, wenn man sie denn kennt. Und wir fangen an mit diesem Wort Antise, also jemanden neugierig machen auf etwas. Und hier ist es jetzt, wenn man das lernt, einfach eine Frage davon, ja, sich diese Buchstabenkombination zu merken. Ich gehe am Ende des Videos noch darauf ein, wie man das machen kann, wie man das trainieren kann. Aber hier präsentiere ich euch erstmal die Wörter. Dieses Wort ist schön, weil man eine herausragend gute Buchstabenkombination hat, bis auf das U. Also Schein, C-E-H-I-N-S zusammen sind natürlich wunderbar und fast jeder Buchstabe, den man dazu zieht, wird einem einen leichten Bingo geben. Also Scheine oder Mischen oder sowas. Aber beim U denkt man erstmal, das passt nicht dazu. Und dann muss man wissen, dass es einen Seeigel namens Echinus gibt. Auch das hier, viele Vokale auf einmal und man überlegt, ja, da muss es doch irgendein Wort geben und das Wort, das es dann gibt, ist das Entenei. Und das ist so eine Sache mit dem Duden. Es gibt das Entenei, es gibt das Taubenei, es gibt das Möwenei und das Vogelei gibt es nicht. Warum auch immer. Ist ein genauso normales Wort, aber steht nicht im Duden. Aber das Entenei steht drin und wird oft gespielt. Hier auch viele Vokale auf einmal. Die wichtigsten Bingos sind oft die mit 4, 5 Vokalen, weil man damit so wenig anderes machen kann oft. Und da ist dieses Wort sehr nützlich. Euphonie geht auch mit PH und bedeutet ein schöner Klang. Also ist wieder griechisch. Eu ist ja oft die Vorsilbe für etwas Schönes. Also wie in Euphorie zum Beispiel. Dieses Wort sind, ja, soweit ziemlich normale Buchstaben. Und das führe ich auch deshalb auf, weil es, ja, ziemlich wahrscheinlich ist. Aber das Wort ist schwer zu entdecken, finde ich. Also dieses Wort fand ich relativ schwer zu lernen. Ich lerne dann ja diese Bingos, indem ich mir immer diese Kombination gebe und dann die Lösung sehe. Und Gen Mais finde ich hier immer ziemlich schwierig zu entdecken. Ist nicht so intuitiv, da dieses Wort draus zu bilden. Und man muss natürlich auch erstmal wissen, dass der Duden den Gen Mais erwähnenswert findet. Dieses Wort ist ganz besonders, weil es ziemlich wahrscheinliche Buchstaben sind, aber die Besonderheit ist, egal welchen weiteren 8. Buchstaben man hier dazu gibt, es ergibt sich kein Wort, obwohl die Buchstaben so gewöhnlich sind. Aber ja, egal welcher Buchstabe freiliegt, man kann kein 8-buchstabiges Wort hieraus bilden. Und mit diesen 7 gibt es aber genau 1. Und das sollte man dann natürlich kennen, nämlich in-house. Und das steht dafür, im eigenen Betrieb, in der eigenen Firma Stellen zu besetzen. Und das heißt, es ist ein Adverb. Man vergibt eine Stelle in-house und man kann es also nicht verlängern mit S oder so. Dieses Wort ist merkwürdig, weil es ein Markenname ist, aber tatsächlich sind einige Marken erlaubt im Scrabble, weil sie nicht als Eigennamen gelten, wenn man sie in den Plural setzen kann. Ich meine, so wäre die Regel, ich kenne mich nicht genau aus, aber man kann Audi legen zum Beispiel, weil man auch sagen kann, dass man mehrere Audis hat. Und genauso kann man Nescafé legen. Und das ist ein guter Bingo, weil man hier wieder schöne normale Buchstaben hat, aber dann eben dieses C stört. Also wenn man kein N hätte, sondern ein I, dann könnte man Eiskaffee legen und so kann man Nescafé legen. Das hier ist vielleicht der häufigste, wichtigste Bingo überhaupt, weil es total normale Buchstaben sind, also E, E, I, N, R, S, das sind genau die ganz normalen, billigen Buchstaben, die man immer sparen will auf der Buchstabenbank, um Bingos zu bekommen in den nächsten Zügen. Und dann kommt das U dazu und stört anscheinend oder scheinbar und deshalb muss man hier wissen, dass es Neuries gibt. Das ist ein Papiermaß. Also Ries ist ein Papiermaß und dann gibt es auch das Neuries oder den Neuries, ich weiß nicht. Da geht auch ein E dran, Neuriese, was auch wie eine Worterfindung klingt, aber so gültig ist.
Und das heißt, das ist ein Bingo, der einem, ja, wenn er das hier mitnimmt und dann immer wieder Scrabble spielt, dann wird früher oder später dieses Wort auftauchen und ihr werdet dann davon profitieren, wenn ihr es dann entdeckt, ah ja, Neuries habe ich gelernt. Und dann seht ihr den Bingo, statt hier ja, die 50 Punkte dazu nicht zu bekommen. Das hier ist ein ähnlicher Fall, es sieht schön einfach aus, aber man muss dann wissen, dass die Seemine die einzige Lösung für diese Kombination ist, mit diesen 7 Buchstaben. Und dieses Wort hat die Besonderheit, dass es das kürzeste Wort im Deutschen ist mit allen 5 gängigen Vokalen. Ich sage gängige Vokale, weil ich finde, dass die Umlaute immer diskriminiert werden. Die sind auch Vokale, ä, ü, ü. Aber es gibt natürlich kein Wort im Deutschen oder kein kurzes, das ä, ö und ü auch noch enthält. Und das kürzeste Wort, das a, e, i, o, u enthält, ist die Sequoia, der Mammutbaum. Kennt man vielleicht das Wort. Im Französischen geht es noch kürzer, weil die Franzosen so auf Vokale stehen in ihrer Sprache und der Vogel auf Französisch ja oiseau heißt, O-I-S-E-A-U, und nur 6 Buchstaben braucht, um alle 5 Vokale unterzubringen. Wir im Deutschen brauchen 7. Dieses Wort ist tricky, weil man vielleicht, wenn man Scrabble spielt und gewohnt ist, Verbformen zu finden, an einsahet denkt, von einsehen. Ihr sahet etwas ein, aber das ist nicht gültig, weil man nur einsaht sagen kann. Das E passt dann nicht mehr rein grammatisch. Ein Sahit kann man nicht so sagen, laut Duden. Und stattdessen ist die Lösung hier Astini. Und das kann man sich damit merken. Die Lösung ist nicht ein Sahit, sondern es ist Astini. Und Astini bedeutet eine Krankheit, glaube ich, ein Schmerz, irgendwie sowas. Und hier das nächste Wort der Kategorie. Die Buchstaben sind schön einfach, aber das Wort ist nicht, kennt man nicht ohne weiteres. Eisenhut, eine Pflanze. Und hier ist recht ein Fall von Vokale ohne Ende. Was soll man daraus machen? Man bastelt daraus die Elite-Uni. Und auch hier sind wir wieder im Griechischen unterwegs. Die Eumenide oder die Eumeniden sind Rachegöttin. Ein Wort mit Q und X folgt hier noch, bevor wir dann fast am Ende sind. Wir sind ja bei den 8 buchstabigen Wörtern mittlerweile. Exequien sind irgendwelche. Ist ein kirchlicher Begriff. Was sind Exequien? Schau ich kurz nach. Katholische Totenmesse. Und es geht nicht als Singular. Also Exequie geht nicht. Aber wir haben ja vorhin schon gelernt, es gibt das Wort Quir und natürlich auch den Plural Quien. Das heißt, wenn dieses Wort da liegt, kann man es möglicherweise verlängern zu Exequien. Dieses Wort fällt auch in die Kategorie schwierig, das Wort dann zu finden, obwohl man es vielleicht kennt, aber man muss das Wort mit I anfangen, was hier sehr unintuitiv ist. Ideengut wird daraus. Dieses Wort nehme ich auch auf, weil es in meinem Intro ist und in meinem, also für diese Videos hier und in meinem Intro ist es wiederum, weil es ein schöner, häufiger Bingo im Scrabble ist und ich es deshalb irgendwie, ja, einfach ganz gern habe sozusagen. Monsieur. Und als eines der letzten Wörter noch ein solches, bei dem man auch vielleicht, wenn man diese Buchstaben bekommt, lange überlegt, boah, da muss doch irgendwas drin sein, einrauen oder so, das geht nicht. Aber die Einwohner von Städten und Ländern stehen im Duden. Die Länder natürlich auch, aber die darf man im Scrabble nicht legen. Also Freiburg zum Beispiel darf man nicht legen, weil es ja ein Eigenname ist. Der Freiburger ist aber kein Eigenname mehr. Nur dann wiederum leidet der Freiburger darunter, dass der Duden ihn nicht wichtig genug findet. Und der Duden hat keinen Eintrag zu Freiburger, obwohl er Einträge zu allen möglichen anderen Städten hat. Also Kölner und so weiter, steht alles drin. Oder auch Saarbrücker, wo ich herkomme. Freiburg ist größer als Saarbrücken, aber der Freiburger steht nicht drin. Aber der Einwohner des Landes Niue im Pazifik steht drin und das ist der Niueaner. Und Niue hat nicht mal ein Hundertstel der Bevölkerung von Freiburg, aber Niueaner darf man legen und den Freiburger nicht. Das sind so die Ungereimtheiten im Duden. 3 Wörter kommen noch. Das erste ist dieses hier, Nuteisen, einfach wieder ein Fall von einfachen Buchstaben, bei denen man das Wort kennen muss. Und das vorletzte ist ein wunderschönes, nämlich ein bayerisches. Was macht man aus diesem Chaos an Buchstaben? Man macht das bayerische oder österreichische Wort für Chaos, Kram, Gedöns, irgendwie so, nämlich Remasuri. Warum auch immer man dieses Wort erfunden hat, aber es gibt es. Es gibt auch Ramasuri mit A und an beides kann man wiederum kein S dranhängen. Und damit kommen wir zum letzten Wort. Es ist Zufall, dass es hier am Ende steht, weil es einfach alphabetisch ist und da am Ende ist. Aber ich hätte es auch sonst ans Ende genommen, weil es so ein wunderbares Wort ist.
Und wer bis zu diesem Punkt sich das Video angeschaut hat, wird jetzt dafür belohnt mit dem besten Wort überhaupt, um nichts andere Leute im Scrabble zu trollen. Wenn der Experte auf dem Brett liegt, könnte man ja ganz infantil, pubertär sagen, naja, und jemand, der sich mit Sex auskennt, ist ein Sexperte. Und dann kann man das legen und die anderen sagen, ach, ja, toll, willst du uns hier, wie auch immer. Und dann könnt ihr sagen, von wegen, guck mal, ob die Duden-Reaktion nicht denselben Humor hat wie ich. Sexperte, gültig. Und auch die Sexperte, sollte man dazu sagen. Da wird schon schön gegendert. Okay, so viel dazu. 100 ganz interessante Wörter zum Scrabblen. Genau, wer bis hierhin geschaut hat, der hat offensichtlich den selben Enthusiasmus oder einen ähnlichen Enthusiasmus wie ich. Man hat sicherlich gemerkt, wie sehr ich mich für Wörter begeistern kann und natürlich für das Spiel Scrabble. Ich hoffe, das war interessant. Ich probiere auf diesem Kanal einfach alle möglichen Arten von Scrabble-Inhalten aus und schaue, was die Leute interessiert und was nicht. Von daher freue ich mich immer über Rückmeldungen, auch dazu, was ihr vielleicht ansonsten gerne sehen würdet. Mir macht es in der Zwischenzeit einfach Spaß, diese Sachen zu produzieren. Und damit bis zum nächsten Video.